Und dann gucken wir mal. Welcome. Lots of wares to browse. Breitschwert. Haben wir schon. Ein leichter Flegel. Uiuiui. Und dein Haken, ey. Die sind schon nicht schlechten, aber this teuer. Is useful. Junge, Junge, Junge. Gladius. Verkaufen. Kriegspflege. So. Come again. 5000, das ist auf jeden Fall noch genug, um uns auch eine neue Rüstung zu besorgen. Welcome. Lots of wares to browse. Gut, da kommt immer nur 4 dazu, aber das hört sich schon wieder sehr schön an, Lamellenpanzer. Looks good. Pompois? Pompois? Keine Ahnung, wie man es ausspricht. Gewand? Ein Gewand auf jeden Fall. Sehr nice. Oh, exciting. Und eine Nietenrüstung. Das hört sich auch schon mal ganz gut an. Das hört sich schon nach mehr Schutz an. Hier, simpler Panzer ist natürlich nicht so nice wie Lamellenpanzer. Ja, eine klärige Robe. Gut, Robe ist schon ganz nett. Jetzt haben wir auch ein Gewand und hier eine Weste aus Federn. Dann lieber eine Nietenrüstung, ne? Also, ich meine, da müssen wir jetzt nicht lange drumherum diskutieren. Aber hier, da. Come again. Sekunde mal. Welcome. Lots of wares to browse. Okay, der hat hier nichts. Come again. Hätte er sein können. So, ich glaube, wir haben alles. Wir sind durch. Ich bereite die Abfahrt vor. Aber es dauert noch ein bisschen. Macht noch einen kleinen Spaziergang und kommt danach wieder. Erkunde die Stadt. Jetzt muss ich die Stadt schon wieder erkunden. Gut. Oh, guck mal. Doch noch was übersehen. Psst. Psst, psst. Da am Horizont. Da hat sich was bewegt. Ich wette, das war ein Geisterschiff. Ich habe gehört, dass sich ein paar Kapitäne darüber unterhalten haben. Oh, ich wünschte, ich könnte auf dem Geisterschiff mitfahren. Davon habe ich schon immer geträumt. Oh, tut mir leid. Ich bin Martello. Und wie unschwer können unschwer zu erkennen ist, verdammte Scheiße. Ich kann nicht mehr sprechen. Ich bin besessen vom Übernatürlichen. Ich hoffe wirklich, dass es in diesem Schiff spukt. Supernatural, huh? Supernatural. Ooh, everybody man. Needs a hobby, I guess. Alles klar. Warum auch nicht, ne? Hobbys? Immer gut. Aber jetzt muss ich noch hier oben hin. Und ich dachte, ich hätte schon mit allen gequatscht. Aber mit der habe ich doch schon gequatscht hier. Ursula. Willkommen in Basel. Ich bin Mitglied des Tourismusverbandes und unserer schönen Handelsstadt. Ihr seht nicht danach aus, als würdet ihr dagegen stammen. Gut, wenn ihr zuerst mal hier seid, solltet ihr... Ja, doch. Ja, da wird ein Scheiß verkauft. Ja, habe ich mal rumgeguckt. Echt. Ist da jetzt vielleicht ein Händler mehr oder so? Jetzt eventuell nach dem. Na gut. Coming aboard? Oh yes. 150 Lecco Mio.
Das ist nicht gerade günstig. Errungenschaft erhalten. Also Steam-Errungenschaft. Can't wait to get a look at the Laurentian Mountain Territory. Darf ich das Ding jetzt selber steuern? My homeland of Laurent is north of Palo Port. Oh, cool. I can lead the way once we dock. Ich kann mich hier frei drehen. Sehr neblig gerade. Das sieht auch schön aus hier. Oh, mit dem Leuchtturm da oben. Schön. Oh Gott, der Hafen von Palo und irgendwie hört sich das alles nicht so gut an. Was sind das für Typen? Palo Port is now a territory under the control of the Navarro Nation. Okay. Move along. Oh, hang on, Reese. Don't draw attention to us now. Palo is in a terrible state. We should ask around town and find out more. There could be a lead on one of the mana stones after all. Mhm. Wer ist das hier? Achso, der will ablegen. Kätzchen. Ach, guck mal, gut, dass ich mal hier geguckt habe. Ja, Mau. Mau, Mau. So. Auch eine besetzte Stadt. Überall. Welche Stadt ist hier eigentlich nicht bedroht? Hier sind alle Städte gerade bedroht. Was ist los hier? Ach nee. Nee, wow. Nee, wow. Naja, ich gehe erstmal hier unten lang. Hallo. Ist gefährlich, durch die Stadt zu laufen? Ja, was ist denn mit dem Hafen passiert? Dann sag ich mir doch. Mir geht es ziemlich rau zu. Wahrscheinlich wegen dieser Diebe. Was ist hier los? Krank? Sie wurde verletzt. Oh, das arme Kind. Oh, das tut weh. Na toll. Kann ich nicht helfen? Oh, ich hier Pisser. Ich gehe mal hier außen rum. Guck mal an. Mann, man muss auch überall gucken, ne? Wo sind die Vögel? Da sind die Vögel! Das ist jetzt hier mein Running Gag. So, was ist das hier? Reden nicht. Nicht sehr gesprächig. Oh. Captain Reese? Hä? Huh? Ja? Your Highness, you are alive! I am so glad you were spared. Liza, is that you? Oh, how fortunate! Hush, please, Captain. We must be discreet lest the Navarlan agents overhear. I am not the only Laurentian survivor. There are many more in hiding in the mountains. Captain, go to the Simnosa Meadow. Hey! You gonna take my order or not? Oh, sorry for the wait. Okay. Äh,
Okay, dann rede ich jetzt nicht noch weiter. Aber schon mal gut zu wissen. Ey, wurde es nicht gerade Nacht? Ja, also die sagen immer nur das Gleiche. Hab das schön auswendig gelernt, ja. Oh, Entschuldigung, aber hier muss ich auch noch mal hoch. Ich wollte über die Küste fliehen. Aber da kamen die Agenten aus dem Schatten und überfielen mich. Gut, gehen wir mal eben hier rein. Überall die Pisser, ey. Welcome. Please, take your time. Ja, nee. Come again. Gibt's nicht wirklich viel. Es wäre auch schlimm, wenn es hier jetzt neue Waffen geben würde oder neue Rüstung. Das wäre ohne zu kämpfen. Aber vielleicht neue Armreifen oder sowas. Oder Mützen. Oh nein! Guck mal, wer da ist. Der Fuchsi die Fuchs. Den kenne ich doch noch. Immer gute Sachen gehabt. Hm? Warum redet er nicht mit mir? Come on! Ein Penner. Habt ihr es gehört? Aber kommt die Zitadelle von Laurentien eindringen. Ja, das wissen wir doch. Wie bitte? Was? Was? Wie? Wo ist wo? So. Ich komme gerade nicht auf den Namen, Mann. Wie hieß der denn nochmal, der Fuchs? Der Wucherfuchs oder so, ne? Hätte immer sehr teure Preise, aber dafür auch die guten Sachen. Welcome. Lots of wares to browse. Warum hat der denn... Come again. Leute. Wie wär's mal mit einem... Ah gut, das ist der Waffenmann. So, jetzt brauchen wir noch den Kaktus Fratz. Hier geht's raus. Hier möchte ich noch nicht raus. Ich schaue einmal hinter das Haus. Jawohl. Da oben ist der Kaktusmann. Ich habe ihn gesehen. Hallo? Ja, ich habe dich gefunden. Gut, dann haben wir den. Einsam? Ein Pfötchen. Das ist ein bisschen schnell. Behalla? Das ist doch diese Höhle bei Himmelsweg. Was wollt ihr da oben? Der Eingang ist nämlich von einer riesigen Windstatue versperrt. Ich war neugierig und habe es mir angesehen. Ihr könnt gerne hingehen. Ihr müsst euch nicht auf mein Boot verlassen. Okay. Suche nach dem Windelementar, ja, ja. Den brauchen wir, aber... Mensch, leck mich doch. Aber ich würde gerne erstmal meine Klasse changen, damit ich ja vielleicht mal den Erdelementar nutzen kann. Welcome. Möchte ich noch nicht. Come again. Ja, ich bin noch nicht durch hier. So, was ist mit dem Fuchs? Nicht sehr gesprächig machen. Ich hoffe, das ändert sich noch. Ha! Ist das hier der Waffenmeister? Und hier haben wir nichts mehr. Nun gut. Ich werde nicht zulassen, dass die Agenten von Neval hier... Ja, ist ja gut. So, bitte? Welcome. Lots of wares to browse. Mann, das ist doch doof, Mensch. Hast du nicht mal... Come again.
ein Helm? Guck mal hier. Achso, und sowas. Warum verkauft er nicht sowas? Mich da am Arsch. Ey, drei Sachen bieten die immer nur an. Was ist das hier für ein Sozialismus? Keine Auswahl, oder was? So, wie komme ich denn da weiter hoch? Gar nicht, oder was? Hm. Gut, wir kommen ja nicht weiter hoch. Dann speichern wir eben hier. Welcome. Speichern. So. Alles klar. Ich mache an der Stelle trotzdem mal einen kurzen Cut. Und ja, wir machen das Spiel gleich weiter. Ich möchte mich jetzt nicht ausruhen. Ja. Gut. Alles klar. Dann an der Stelle kurzer Cut. Es geht gleich weiter nach dem Schnitt in der nächsten Folge. Wie immer, bis dahin. Gehabt dich wohl. Tschüss. Hey ho, auf ein neues. Willkommen zurück hier bei Trials of Mana. Und wo war ich denn stehen geblieben? Wir sind auf der Suche nach dem Windelementar, ja. Und hier habe ich schon alles. Außer die Vögel habe ich noch nicht begrüßt. Wo ist der Vogel? Da ist der Vogel. Ah, komm. Egal. Ach so, hier. Fuchsi, Fuchs. Redet immer noch nicht mit mir. Naja, wir werden dich gleich draußen treffen, bestimmt. Wie immer. Der tut immer so. Uninteressiert. Und dann lauert er einem irgendwo auf. Aber wir gehen mal los. Hier ist sowieso dicke Luft im Dorf. Da die ja hier auch belagert werden. Oh, das sieht nett aus. Aha. Himmelsweg. Ja. Das kommt mir auch irgendwie bekannt vor. Wo wir hoch auf den Berg gehen. In Zirkel auf dem Mana. Den Berg erklimmen. Wir gehen aber natürlich erstmal nach unten. Oder wie machen wir das? Sekunde. Mann. Leck mich. So, ich schau mal ganz kurz. Heiliges Licht. Muss ich das auswählen oder ist das automatisch? Ich bin mir da nie sicher. So, hier hatten wir alles. Wir müssen die Klasse changen, die Klasse. Ne, hier wollte ich gucken. Come on. Meine Fresse. Es gibt zu viele Knöpfe hier. Ne, hier habe ich geändert, ne? Wir müssen nach da oben und wir gehen erstmal nach unten. Genau, wir gehen mal kurz an den Strand und holen uns mal hier den Kaktus. Oh, guck mal. Was macht der denn hier? Schon wieder. So, dann kriegen wir ja bald Rabatt. Das wird ja auch mal Zeit, ne? Was ist das hier? Da wächst eine Kokosnuss, aber hier ist keine. Hier ist nirgendwo eine Truhe. Ja. Naja, aber ein Kaktusfratz war da. Ist ja schon mal gut. So. Königreich. We must head for the Somnosa Meadow in the mountains. Be careful. The mountains are full of dangerous creatures. Ja, alles. Hier ist alles voll mit Dangerous Creatures. Oh, Piepmatze. Piepmatze. The Silent Entity. Nadelschnabel. Ein schnuckeliger Piepmatz. Was, wer fängt an zu schwitzen? Kann man hoch? Da ist eine Truhe.
Muss ich von oben ran, das stimmt. Piepmatzes und Harpien, hier ist ziemlich viel Federvieh unterwegs. Wo ist diese olle Harpie? Lebt die noch? Nein. Ja, toll. Da war sie schon weg. Was läuft denn da? Ach, ja gut, 360. Ich dachte, jetzt kommt mal hier irgendwas Cooles oder so. Also was richtig Cooles. Und mit richtig cool meine ich natürlich immer Ausrüstung. Ausrüstung. Fetter Helm oder so. Irgendwas. Was bist du denn für einer hier? This is my fight. No need. Kupferritter. Ich glaube, der muss erstmal hier. Vogel. Can't you tell? We are getting so. Strong. Stronger? Ja, ist das so? Ist er aufgestiegen? Habe ich nicht mitgekriegt. Soll ich hier runterspringen? Nee, hier gibt's nichts. Was ist denn los hier? Be careful! This could get hurt! Okay! Take this! Wunsches! Oh, wir steigen fast alle gleichzeitig auf. Das ist schön. Das finde ich eh viel praktischer. Dieses ganze Federvieh hier, ne? Alles platt. Ich bin gleich eins weiter. Ich guck mal. Ist noch ein kleines Stückchen, ne? Ich hab nicht erwischt. So, zwei sind aufgestiegen, einer fehlt noch. Wir gucken. Oh, da geht's weiter hoch. Ich muss wohl da rüber, ne? So, Ausbildung. 6 Punkte. Verteidigungsbereit. Geist plus 5. Grundwert der Verteidigung. Magieabwehr. Nee, will ich jetzt nicht ausrüsten. So. Bei ihr müsste ich auch mal hier. Naja. Ja, nein, will ich jetzt auch nicht ausrüsten. Ist das so? Wir holen uns erstmal die Truhe. Und da geht es auch noch weit hoch.
Hier geht's rein. Oh. Engelskirch. Komisch, komisch, komisch. Na gut, jetzt gehe ich erstmal hier rüber. Weil es scheinbar noch ziemlich weit nach oben geht, vielleicht. Aber hier muss ich scheinbar auch erstmal rein. Bin mir nicht sicher, ist alles sehr merkwürdig. Hier können wir mal kurz speichern. Was gibt's hier? Nix. Was soll denn das? Da gibt's aber was. So, was wird das hier? Oh oh. Was ist denn mit denen los? Are these Somnosa flowers? Oh no. Curses. Na toll. Das fällt denn ja spät auf. Das sind für komische Betäubungsblumen.